Deine große Liebe ist es, Karpfen zu angeln? Dann zeige ich dir in diesem Tutorial, was du alles beachten musst, wie du Stück für Stück am besten vom Grundangler zum Karpfenangler wirst, was du kaufen musst, auf was du achten musst, welche Skillpunkte du verteilen musst und wie du am schnellsten dorthin kommst, wo du hin willst, zum Karpfenangeln. Die ersten Schritte im Game starten wir natürlich hier am Moskitosee und dementsprechend müssen wir jetzt zusehen, dass wir schnellstmöglich zum einen an Silber kommen und zum anderen an XP kommen. Und zwar wollen wir ja Grundangel-XP machen. Das Ganze geht alles nicht super schnell, gar nichts. In Russian Fishing 4 geht super schnell. Es braucht alles sehr viel Zeit, von daher mach dir keinen Stress. Geh einfach angeln, genieße das Ganze. Auch Spieler mit über 1000 Stunden in dem Game haben immer noch Anfängerfragen. Von daher mach dich nicht fertig, ganz entspannt reingehen ins Game. Es braucht etwas länger, um dorthin zu kommen. Und genauso wie in anderen Games ist es auch in RF4. Man fängt erstmal mit den Basics an und arbeitet sich vor. Also jetzt hier in dem Fall als Karpfenangler starten wir als Grundangler und spezialisieren uns später zum Karpfenangler sozusagen. Das bedeutet, wir fangen erstmal an im Game mit einer Stippe und mit einer Spinningroute. Das heißt, wir müssen mit dieser Stippe und der Spinningroute erstmal klarkommen. Ich verlinke nochmal die Tutorial-Serie 2023. Das ist die noch aktuelle Tutorial-Serie. Mit der kommst du am besten und am schnellsten vorwärts. Und dann schaust du dir das Ganze, also die ganzen Basics, erstmal Stück für Stück an. Am besten mehrfach angucken. Das Ganze ist wahnsinnig viel und komplex, gerade mit dem Aufbau der Routen. Und wenn du die Basics drauf hast und währenddessen auch schon die ersten Silbermünzen verdient hast, dann starten wir quasi eben durch als Grundangler. Auch das wird in der Tutorial-Serie erklärt. Also die Basics, wie kommt man am schnellsten zu der ersten Grundroute? Und das ist absolut essentiell. Denn wenn wir uns dann die Talentbäume anschauen im Game, Grundfischen, dann brauchen wir hier oben mindestens mal 60% im Grundangeln. Ab 60% im Grundangeln können wir dann hier die Karpfenrouten verwenden. Das bedeutet also, wie gesagt, hier Skillpunkte machen und die machen wir am besten, indem wir mit Grundrouten, also mit Fiederrouten, Fische fangen. Je mehr wir fangen, je mehr unterschiedliche, verschiedene Fische man fängt, in einer guten Frequenz, umso eher kriegt man eben auch die nächsten Skillpunkte. Wenn du dann die 60% erreicht hast, Verwendung oder hier die Handhabung der Karpfenroute, dann geht es ans Kaufen. Und das Ganze dann aber auch erst ab Level 20. Auch das ist wieder so ein Punkt. Klar kann das sein, wenn du schnell sofort die Grundrouten gekauft hast und deine ersten Skillpunkte damit hast, dass du vielleicht sogar schon vor Level 20 die 60% zusammen hast. Aber essentiell ist es, ab Level 20 erst zu kaufen, denn ab diesem Level gibt es die richtig guten Routen und Rollen. Und ab Level 20 können wir dann eben auch hier zum Wolchow. Also das Gewässer Wolchow ab Level 20 ja frei. Das bereisen wir dann und zwar immer auch dann, wenn wir groß einkaufen gehen wollen. Und zwar gehen wir dann hier hoch zum Shop und da schauen wir dann auch mal direkt rein, was es sich am ehesten lohnt zu kaufen. Übrigens auch dazu gibt es eine ganze Serie in der Playlist Tutorial, was kaufen ab Level 20. Auch das verlinke ich nochmal. Absolut essentiell. Also es gibt einmal ein Video, was kaufen unter 20, was kaufen ab Level 20 und dann was kaufen im Endgame. Und jetzt gucken wir nochmal eben rein. Das ist wichtig hier fürs Karpfenangeln. Einmal brauchen wir eine Rolle und dann lohnt es sich tatsächlich hier diese Rolle zu kaufen. Das ist die Kaliber HSV mit einer Bremskraft von 15 Kilo, eine 8000er Spule ist es,
Allerdings ein 8000er Spulenkopf, der extra groß ist, extra hoch ist. Dadurch passt auf diese Rolle extra viel dicke Schnur. Also es ist eine sozusagen eine gute Allround-Rolle mit sehr viel Vorteil eben auch fürs Karpfenangeln. Richtig schön viel Schnurfassungsvermögen. Das Schöne bei so viel Schnurfassungsvermögen ist, dass wir dadurch eben die Möglichkeit haben, auch wenn wir etwas weniger Bremskraft haben anfangs, trotzdem aufgrund der vielen Schnur auch große Karpfen müde zu machen und dann über den Drill trotzdem eben noch zu fangen. Wenn man dann die 60% erreicht hat, dann hat man ja die Karpfenruten auch frei und auch die Verwendung der Karpfenruten lohnen sich. Also sehr schnell eben auch in die Karpfenruten reingehen, damit man mehr Basis-XP bekommt. Feederruten haben am wenigsten XP, Winkelpicker haben schon sehr gute XP, gerade auch mit dem Bonus auf den Winkelpickerruten. Und am meisten XP bekommen wir durch die Verwendung der Karpfenruten. Also das lohnt sich richtig und hier gehen wir dann in die beste Karpfenrute, die beste vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bedeutet, wir haben hier eine Karpfenrute mit einer vernünftigen Power, um eben auch einen Fisch ranzuziehen und eben auch genug Tragfähigkeit hier. Gerade mit diesen 39 Kilo kommen wir sehr, sehr lange gut klar und das Ganze für nur ungefähr 1700 Silber, 1679 ist ein richtig, richtig guter Preis und wenn wir die uns leisten können ab Level 20, können wir die verwenden bis Level 40 plus. Das bedeutet also, du kannst die nächsten 20 Level sparen auf absolutes Endgame-Setup. Im Endgame geht es dann natürlich auch weiter mit den dicken, fetten Rollen. Sowas hier zum Beispiel, eine Wenger 10.000 ist absolut lohnenswert. Fürs Karpfenangeln schon eigentlich zu übertrieben. Aber wenn du dann vielleicht doch irgendwann mal Lust hast, auch noch Störe zu angeln, dann lohnt es sich. Oder eben auch mal ans Nordmeer willst, auch dann lohnt es sich natürlich, eine absolute Top-Rolle zu haben, die man für alle Einsatzbereiche auch gut verwenden kann. So natürlich auch fürs Karpfenangeln. Also das Teil absolut lohnenswert. Und im absoluten Endgame landen wir dann nach der Fortuna Carp eben bei den absoluten Bonusruten. Sowas hier zum Beispiel. Also die Kingfisher Legacy TI jetzt oder die normale mit Pluswerten. Plus 7%, das addiert sich nochmal auf diesen Grund. Angel, dieses Grundfischen. Das heißt, wir hätten dann im Endgame 107% und dadurch nochmal eine höhere Chance, nochmal mehr Fische zu fangen. Mit diesen Routen kannst du dann im Endgame das Maximum rausholen für deinen Account. Auf dem Weg zum Karpfenangler musst du ja zunächst das Grundangeln maximieren. Dafür kaufen wir uns das Feeder Set Start. Mit diesem Basis-Grundangel-Setup wird wahnsinnig viel geangelt, vor allem eben unter Level 20 und das eben auf ganz, ganz viele kleine Fische. Um dann später, ab Level 12 ungefähr, erfolgreich die nächstgrößeren Fische zu fangen, müssen wir natürlich auch Futtermische skillen und auch das ist absolut essentiell fürs Karpfenangeln. Angelfutterzubereitung und Köderbeschaffung, das sind die beiden Punkte, die wir als Grundangler und Karpfenangler sehr früh anfangen mit zu skillen, weil wir verschiedene Köder benötigen und natürlich auch eine passende Futtermische fürs Grundangeln. In der Angelfutterzubereitung empfiehlt es sich auch, Skillpunkte zu investieren. Da kommen wir jetzt gleich zu, wie die Verteilung ist der Skillpunkte. Anfangs sollte man erstmal bis hier vorne, also bis zum Level 3, sollte man hochskillen. Das heißt so mit Level 12, 13, 14, dass man in diesem Bereich auf jeden Fall schon mal weiter geskillt hat, damit man dann an der alten Festung auch nachts auf Brassen angeln kann. Auch dazu findest du auf dem Kanal einige Tutorials, wie man erfolgreich Brassen angelt. Und wie bei allen Fähigkeiten im Game ist es auch hier so, wenn wir mehr Prozente bekommen wollen, müssen wir wiederholen, wiederholen, wiederholen. Es geht anfangs relativ leicht und schnell und mit der Zeit wird
alles, was hier Prozente benötigt, immer langsamer und zäher. Auch so ist das hier natürlich dann bei der Herstellung von Angelfutter. Wir brauchen immer länger und immer mehr Angelfutter, immer mehr Komponenten, die wir benutzen müssen, skillen müssen, damit wir dann erfolgreich die nächsten Prozente freischalten, bis hin zu 100%. Und wenn wir 100% erreicht haben, dann haben wir das PVA-Netz freigeschaltet. Auch absolut wichtig, wir brauchen, um PVA-Netze verwenden zu können, 100% in der Angelfutterzubereitung und 100% beim Grundangeln. Hier unten haben wir es, ich hocke da gerade vor. Also Verwendung des PVA-Netzes ist der letzte Punkt mit 100% im Grundangeln. Auch die Köderbeschaffung lohnt sich absolut weiter zu verfolgen, denn wir benötigen natürlich auch hier sowas wie Kartoffel fürs Karpfenangeln. Wir brauchen verschiedene Teige, wir brauchen aber eben auch die Würmer immer mal wieder oder eben auch die Algen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, Skillpunkte rein zu investieren. Die würde ich allerdings erst mit Level 20 plus rein investieren. Die Skillpunkte sind anfangs in der Futtermischeherstellung deutlich sinnvoller angebracht. Zwei Möglichkeiten kann man hier eben skillen. Also einmal die Verwendung vom Spaten sozusagen, also wir schaufeln einmal, da können wir 3 Punkte investieren und wenn wir hier auf die Alge zum Beispiel klicken, sehen wir die Verwendung der Schöpfkelle und das können wir auch skillen. Also wir können 2x3 Punkte investieren und beide bringen dann letzten Endes mehr, also für jeden Vorgang mehr Köder, die wir dann quasi uns erschaufeln oder eben aus dem Wasser rausschöpfen. Wo verteilen wir denn die Skillpunkte als Karpfenangler? Welche Skillpunkte sind wichtig und wo brauchen wir die Skillpunkte, um erfolgreich rauszuziehen, die dicken Brocken? Ich gucke mal eben rein in den Skillbaum Grundangeln, drücken wir mal eben O, gehen hier aufs Grundfischen und dann verteilen wir jetzt einfach mal die Skillpunkte als Grundangler. Der erste Punkt kann natürlich immer gerne geskillt werden, denn die Verwendung der Stationärrolle ist ja das, was wir als Karpfenangler ständig haben. Also das kann man durchaus skillen anfangs, die ersten Punkte dort rein investieren, das ist gar nicht verkehrt. Grundmontage lassen wir aus, Verwendung der Fiederruten lassen wir aus, genauso wie Paternostermontage. Also das sind 3 Punkte oder 3 Skillbereiche, die bringen nicht so viel Vorteile. In der Zwischenzeit, wo wir leveln und Skillpunkte bekommen, lassen wir das, wie gesagt, hier einfach frei und investieren in der Zwischenzeit oder am Anfang die ersten Punkte hier in der Angelfutterzubereitung. 5 Punkte da rein, denn wenn wir 5 Punkte in der Angelfutterzubereitung haben, können wir dadurch die höchste Qualität vom Angelfutter herstellen und dadurch fangen wir natürlich besser. Die ersten wichtigen Punkte beim Grundangeln, die gehen hier rein und zwar in die Handhabung der klassischen Haarmontage. Das brauchen wir bis ins hohe Endgame immer wieder. Das ist absolut wichtig für die Verwendung von sinkenden Boilies. Nachdem wir die Winkelpickerroute auch überspringen, landen wir bei der Futterschleuder. Und wenn du einen Account machst, der sich komplett aufs Karpfenangeln konzentriert, hast du irgendwann auch Skillpunkte über, um dort auch nochmal Skillpunkte rein zu investieren. Das würde ich allerdings auch erst Level 20 plus, 25 plus erst angehen. Das hat absolut Zeit, also nicht Priorität. Anfangs sind die wichtigsten Skillpunkte die in Montagearten reingehen, also klassische Haarmontage. Dann kann man sich aussuchen, entweder man geht in die Inline-Montage oder man geht in die Schlaufenmontage. Also das kann man sich aussuchen. Man kann auch anfangs erst auf die Inline-Montage gehen, damit man eben schon mal eine höhere Chance hat, Trophys zu fangen und irgendwann im Endgame re-skillt man einfach nochmal. Man hat anfangs einmal gratis neu skillen und
dann skillt man irgendwann mal die Schlaufenmontage oder man zieht es einfach durch, aber es ist schon ein ziemlich langer Weg. Also anfangs auf die Inline-Montage zu gehen, ist gar nicht verkehrt, das kann man lange verwenden. Ich habe das gut 2 Jahre komplett verwendet, weil ich die ersten Jahre im Game immer nur auf Schlaufenmontage geskillt war und auch mit der Inline-Montage kommt man super zurecht. Wie gerade schon gesagt, sind ja die Montagearten das Wichtigste, um am meisten große oder eben Trophy-Fische zu fangen. Das bedeutet, wir gehen mal die wichtigsten Montagearten nochmal durch, also klassische Haarmontage, eine von diesen beiden, also nur eine Skillen, entweder Inline oder Schlaufenmontage, Pop-Up-Rigs, das auf jeden Fall noch und damit haben wir eigentlich 3 super wichtige Basis-, Grund- und Karpfenmontagen fertig. Alles andere ist nice to have. Du hast als Karpfenangler viele Skillpunkte übrig, die du nicht investierst ins Spinning oder ins Posenangeln. Dadurch hast du die Möglichkeit, auch später noch Snowman Rig zu skillen oder Hinged Stiff Rigs. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Auch das Wurfrohr kann man durchaus skillen, damit man mehr Genauigkeit hat beim Auswerfen. Also das sind alles so Sachen, die interessant sind, aber dann auch erst später im Verlauf, ich sag mal so in Richtung Level 30 plus. Auch später würde ich erst die Karpfenrute skillen. Gerade anfangs sind hier die verwendeten Punkte, nicht so sehr effektiv. Also wir können ja hier 7 Punkte rein investieren. Und wenn du überlegst, dass du mit 7 Punkten schon 2 ganze Montagen skillen kannst und noch einen Punkt übrig hast, dann würde ich empfehlen, anfangs hier, wie gesagt, noch keine Skillpunkte rein zu investieren. Mit Level 25, 30 plus, da dann mal überlegen, wenn dann Skillpunkte übrig sind. Ab 30 bekommt man ja 3 Skillpunkte pro Level ab. Und dann kann man überlegen, dass man da schon mal ein paar Punkte rein investiert, wenn man die wichtigsten Sachen, also Montagen, Futtermische und Angelfutterzubereitung, wenn man das durchgeskillt hat, dann kann man auch in die Routen gehen. Denn hier geht es nur um Wurfweite, Wurfgenauigkeit und Fischkontrolle. Und anfangs bei den nicht ganz so riesig großen Fischen ist das alles nicht so ganz gravierend. Das ist deutlich gravierender, wenn man irgendwann mal aufs Störangeln geht. Da ist die Fischkontrolle wichtig. Wenn man so einen 100 Kilo Fisch vielleicht an der Route hat, dann ist man schon gut beraten, wenn man eben auch hier 20% bessere Fischkontrolle hat. Bei den Karpfen mit 10 bis 30 Kilo, das geht auch ganz gut ohne. Ja, so viel zu der Theorie und zu dem Weg, wie es eben geht. Wichtig ist natürlich auch, dass man auf hohe Frequenz kommt und dazu am besten an den Moskitosee gehen. Schön nachts zum Beispiel auf Kaulbarsch, einfach nur auf Schläfergrundel, viel auf die kleinen Fische angeln, auf Masse, an den Windenbach gehen, absolut essentiell. Auch mal die Gewässer wechseln. Wenn wir dann später weiterkommen hier zur alten Festung, dann müssen wir schon ein bisschen mehr Skill zeigen. Also anfangs am Moskitosee und am Windenbach reicht es, wenn wir mit einem Wurm angeln oder mit einfachen Naturködern. Hier ab der alten Festung können wir tatsächlich auch schon ganz gut mit den ersten Boilies rangehen oder mit Naturködern und der passenden Futtermische. Das wird vom Game schon fast verlangt. Also man muss auch Stück für Stück mit skillen. Hast du anfangs noch kein Silber investiert in die Futtermische und in eine Köderbeschaffung, dann bleib so lange am Moskito und am Windenbach. An den beiden Gewässern kannst du auch ohne diese Skillpunkte und ohne Futter richtig gut angeln. Ab der alten Festung, wie gesagt, lohnt es sich absolut Futter zu verwenden, denn damit fängst du um ein Vielfaches mehr. Der Weg bis zum Level 20, wo man sich dann das erste vernünftige Karpfen-Setup kauft, der kann ein bisschen zäh sein, wenn man das Spinning komplett außer Acht lässt. Denn im Game ist es natürlich so, dass auch ab Level 12 oder dann ab Level 16 hier nochmal 2 Spinning-Gewässer drin sind. Die sind fürs Grundangeln bedingt geeignet. Schau dazu am besten mal im Discord. Link zum Discord ist unterm Video verlinkt. Dort
gibt es ganz viele alte Spots, die auch immer wieder gut funktioniert haben, auch an diesen Gewässern, auch fürs Grundangeln oder auch da natürlich nochmal in die Playlist reinschauen, Playlist zum Koori, Playlist zur Belaya, auch dazu gibt es immer Videos, wie man dort auf Grund angelt, damit du auch zwischendurch ein bisschen Abwechslung hast, denn wenn man nur an diesen drei Seen ist, die halt sehr gut sind fürs Grundangeln, dann kann das natürlich schnell langweilig werden. Und Bärensee zum Beispiel, der ist zwar ab Level 18, aber der lohnt sich eigentlich erst ab Level 20 plus, wenn man Karpfen-Setup hat. Und das gesamte Karpfen-Setup, das hatte ich ja gerade schon vorgestellt, das kostet natürlich auch ein paar tausend Silber. Das heißt, da muss man auch erstmal hinkommen. Also ab Level 20 plus kann man dann zurückgehen auf das 18er Gewässer und dort dann die ersten Karpfen fangen. Und wenn du dann mit Level 20 plus hier am Bärensee angekommen bist und endlich auf Karpfen gehen kannst, das hier ist das erste richtig gute Karpfengewässer, dann gibt es hier drei sehr wichtige Spots. Zu allen drei Spots und auch wie man hier anfängt, gibt es natürlich auch in der Playlist Bärensee ganz, ganz, ganz viele Videos schon. Anfangen mit dem Karpfenangeln, Karpfenangel-Basics, welche Köder, welche Spots. Einer der wichtigsten Spots ist hier 55, 31, dann ist der nächste 44, 50 und 55, 63. Also diese drei Spots, die wirst du auch immer wieder in der Playlist zum Bärensee finden. Dort alles durchsuchten. Wenn du Bock hast auf Karpfenangeln, ist das absolut essentiell. Und das absolute Paradies für Karpfenangler ist natürlich zurzeit der Bernsteinsee und wird wahrscheinlich auch bald das Koi-Karpfengewässer werden. Was es da dann Neues gibt, welche neuen Köder vielleicht reinkommen oder Angelrouten und Co. Auch dazu wird es natürlich eine komplette Playlist geben zum Koi-Angeln am Kupfersee, wird er ja heißen. Also, wenn wir dann hier sind, hier geht es dann eben schon richtig ans Eingemachte. Auch hier kann man dann mit dem Level 20 Karpfen-Setup schon ganz erfolgreich angeln. Man braucht hier nicht so ein wahnsinnig übertriebenes Setup. Das macht es natürlich später dann im Endgame leichter. Aber selbst mit einem, ich sag mal so 15 bis 20 Kilo Setup ist man hier schon richtig, richtig gut aufgestellt, um hier auf Karpfen zu angeln. An vielen anderen Gewässern findest du natürlich auch immer wieder Karpfen. Ob das der Moskitosee ist, selbst an der Belaya oder am Wolchow. Nicht überall dort, wo Karpfen drinne sind, lohnt es sich auch auf Karpfen zu angeln. Das zählt übrigens für alle Fische. Nicht überall dort, wo ein Fisch angezeigt wird, lohnt es sich auch, diesen Fisch zu beangeln. Es gibt viele Stellen, viele Gewässer mit vielen Fischen, aber einige Fische in den Gewässern sind einfach sehr, sehr schwer zu bekommen. Das ist auch gut so. Die Fische oder die Gewässer haben eben Schwerpunkte. Selbst am Koori gibt es Karpfen. Also es ist überall auch da, wo eben hauptsächlich vielleicht mal Spinning ist, gibt es vielleicht auch mal einen Karpfen. Aber da geht man eher weniger gezielt drauf. Das kann man irgendwann im Endgame mal machen für den Spaß. Aber anfangs eben die Schwerpunktsgewässer beachten. Das ist ganz wichtig natürlich, die alte Festung, der Bärensee. Und dann kann man vielleicht manchmal noch ein bisschen speziell an die Sura gehen, auf Silberkarpfen, auf Marmorkarpfen, auf Wildkarpfen. Das ist natürlich nochmal spannend. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Bernsteinsee und mit der Achtuba. Das wird dann alles nochmal deutlich größer und schwerer, aber wenn du so weit bist, dass du da angeln kannst, dann hast du auch ausreichend Skill und weißt, wie das geht. Ja, lass dich nicht entmutigen. Das ist natürlich das A und O. Bleib einfach dran, probiere viel aus, gönn dir sämtliche Tipps und Tricks, guck dir ganz viele von den Basis-Tutorials und Videos an zum Karpfenangeln speziell. Es gibt da wahnsinnig viele Informationen zu. Guck dir die Spots an im Discord, wo und wie man angelt. Ganz wichtig auch, lass dich nicht entmutigen, wenn du siehst, dass zum Beispiel alle mit PVA angeln. PVA, Futtermischezubereitung und sowas, da kommst du hin. PVA ist nur eine Art Futter. Du kannst auch hervorragend an ganz, ganz vielen Spots angeln ohne PVA. Es gibt, wie gerade schon gesagt, am Bärensee die drei wichtigen Spots, die kann man komplett alle beangeln ohne PVA. Es gibt auch hier am Bernsteinsee
verschiedene Spots, die hervorragend laufen. Zum einen mal hier, das sind nur 15 Meter, hier oben auf 9 Meter sogar. Also es gibt verschiedene Spots, die eben auch funktionieren mit Futterbällchen. Das heißt, man wirft einfach nur auf ungefähr 15 Meter weit aus. Oder man verwendet dann, weil man ja Grundangler ist, den Fiederfutterkorb. Und dann kann man tatsächlich auch an solchen klassischen Stellen hier gegenüber von dem Einser hier auf 35 Meter rauswerfen. Dazu nehmen wir uns einfach eine Fiederrute, rüsten die Fiederrute dann aus, am besten mit einem Futterkorb, der direkt 2 Portionen beinhaltet. Dann legen wir hier unser Futter rein und werfen dann eben hier auf 35 Meter Schnurclip aus, das Ganze 5-mal und dann haben wir schon mal den Spot aktiviert mit Futter. So simpel kann das sein und danach packen wir ein, rüsten uns aus mit der Karpfenrute und gehen dann erfolgreich mit der Karpfenrute ohne Futter jetzt an der Rute, aber der Spot ist ja befüttert, gehen wir einfach da dran und dann im Wechsel, wie auch in den ganzen Tutorials immer gesagt, alles 12 Stunden mal so ein bisschen nachfüttern. Ich mache es meist so, dass ich gegen 16 Uhr anfange mit dem Karpfenangeln, damit man dann schön die Abendstunden noch mitnehmen kann. Also gegen 16 Uhr anfangen anzufüttern. Dann morgens um 4 Uhr nochmal wieder anfüttern, damit die Morgenstunden, die auch häufig ganz aktiv sind, damit die auch nochmal ein bisschen befüttert werden. Und dann eben wieder gegen 16 Uhr nochmal immer so 3-4 Bällchen nochmal hinterherwerfen an Futtermische, damit der Spot immer richtig schön aktiv ist. Das Ganze ist natürlich jetzt mega komplex. Wie gesagt, gönn dir die ganzen Basis-Tutorials. Es wird alles immer wieder auch erklärt und auch immer wieder erwähnt, wie und wo man da reingeht. Mach dir keinen Stress im Game. In Russian Fishing 4 geht nichts sehr schnell. Es braucht alles viel Zeit, es braucht wahnsinnig viel Geduld und dann wirst du irgendwann richtig gut rasieren. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das dann mit den Koi-Karpfen wird. Was passiert mit den Koi-Karpfen? Welche neuen Angelmethoden gibt es? Und wenn es dazu was Neues gibt und wenn es dafür irgendwas gibt, was das Karpfenangeln komplett revolutioniert, dann gibt es natürlich auch wieder ein Video dazu. Also Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Petri.